Sanna, kannst auch du uns kurz erklären, worum geht's in der Serie und wen spielst du? Unsere Serie ist eine Polizeiserie. Wir sind ein toughes Polizeiteam und wir beliefern sozusagen immer die Notaufnahme. Das ist dann das Krankenhaus. Also wir sind eine Polizei- und Arztserie sozusagen in einem. Ich spiele die Melanie Hansen, eine junge, sehr zielstrebige Polizistin, die eher unterkühlt und schroff auf ihre Mitmenschen wirkt, aber unter ihrer kühlen Art hat sie ein sehr großes Herz und viel Mitgefühl. Das bricht dann auch manchmal auf. Du trägst in dem Film eben spielst eine Polizistin, hast auch die neuen Hamburger Uniformen an. Wie trägt sich so eine Uniform? Also die Hamburger Uniform, die neue dunkelblaue Uniform, ist der absolute Traum. Ich finde die sehr cool. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt anders aussehen als früher. Und ja, die sind angenehm. Die haben diese Baggy-Hosen und die haben große Taschen an den Beinen. Und es ist dann auch, ja, gibt einem so das Gefühl von, jo, ich bin jemand anders, ich bin eine Polizistin. Was hältst du von Männern in Uniform? Männer in Uniform sind immer sehr sexy, ja. Ich bevorzuge die Marineuniform, die Marineoffiziere, die finde ich. Aber die Polizeiuniform, also meine Kollegen, sehen noch herrlich aus. Bei Ärzten und bei Polizisten sind ja schnelle Entscheidungen gefragt. Die sind oft in außergewöhnlichen Situationen. Würdest du dich selbst als Bauch- oder als Kopfmensch bezeichnen? Ich bin eigentlich ein kompletter Bauchmensch. Manchmal setze ich meinen Kopf ein, weil ich denke, es ist besser so, aber eigentlich reagiere ich immer aus dem Bauch. Kann gar nicht anders. Okay. Du hast eigentlich die perfekten Voraussetzungen für die Rolle, weil du machst Waffen- und Schießtraining, hast kleine Stunts schon gemacht. Woher kommt dieses Interesse bei dir? Das hat sich so aus meinen Rollen, die ich gespielt habe, ergeben, dass ich eben viel mit Stuntarbeit zu tun hatte, viele Kämpfe austragen musste, mit Waffen rumschießen. Und dann hatte ich eben so diese Ausbildung, die Möglichkeit, eine intensivere Ausbildung zu machen. Und ich finde diesen Beruf Stuntman, ich finde die Stuntmänner, die uns beraten, ich finde die immer sehr faszinierend. Das sind tolle Persönlichkeiten, das sind sehr konzentrierte, die arbeiten sehr konzentriert, sind so weitsichtige Menschen. Und ja, ich die Risikofreue so ein bisschen, das schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, das gefällt mir. Du bist ja als Schauspieler dann auch viel unterwegs, eben jetzt Hamburg, Berlin. Was machst du, um dich richtig wohlzufühlen an einem fremden Ort? Ich habe da schon ganz, ganz feste Rituale. Ich bringe immer meine Lieblingsduftkerzen mit, versprühe erstmal das Parfum meines Freundes oder mein Lieblingsparfum, lege meine Lieblings-CD ein und mach's mir warm. Okay. Was magst du lieber, ankommen oder wegfahren? Ich hasse wegfahren. Ich hasse Abschied zu nehmen und ich habe auch immer großes Heimweh. Also nicht so schlimm, dass ich daran krepiere, aber so. Abschied nehmen ist für mich das Allerschlimmste. Selbst wenn ich für 2 Tage weg muss, habe ich schon das Gefühl, ich muss machen eine große Weltreise und komme nie wieder. Okay. Notruf Hafenkante ist jetzt ein ganz neues Format im deutschen Fernsehen. Es wird erstmal Polizei und Krankenhaus zusammengeführt. Was ist denn so dein Favorite an Serien? Was darfst du nicht verpassen in der Woche? Also ich liebe die amerikanischen Serien. Ich liebe Ally McBeal, Desperate Housewives. Und bin ein absoluter Fan von 24 mit Kiefer Sutherland. Aber die kann ich mir im Fernsehen nicht anschauen, da muss ich die DVD gucken. Weil man muss ja dann immer gleich weiter gucken, sonst wird man verrückt. Wo werden wir dich 2007 noch sehen? Gibt es Projekte, die anstehen? Projekte, die schon gedreht wurden. Das sind jetzt die Anwälte, die im RTL irgendwann. Ich darf hier gar keine Werbung für den RTL, egal. In den Anwälten. Und dann bei AIS, das ist eine neue Krimiserie in Berlin, da bin ich dabei. Und was an anderen Projekten ansteht, ist noch kann ich noch nicht viel darüber erzählen, weil es alles abhängig ist davon, wie unsere Serie jetzt anläuft und ob wir hier so intensiv weiterdrehen, wie wir es jetzt getan haben. Ja, dann ganz viel Erfolg wünsche ich dir dafür und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch.